Die Paradedisziplin von Marlies Schild ist der Slalom. Keine andere Athletin gewann in dieser Disziplin mehr Weltcups als die Österreicherin. Und das, obwohl die 33-Jährige zu Beginn ihrer Karriere eigentlich die Abfahrtsrennen bevorzugte. Mit 19 Jahren hatte sie jedoch bereits zahlreiche Knieoperationen hinter sich und konzentrierte sich daraufhin auf die weniger gefährlichen technischen Disziplinen. Bei ihrem ersten Auftritt bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City 2002 ging Schild noch leer aus. In Turin gewann die Saalfeldnerin 2006 dann Silber in der Kombination und Bronze im Slalom. In Vancouver 4 Jahre später errang sie im Slalom Silber. In Sochi strebt die älteste Slalom-Weltcupsiegerin nun nach Gold. Schließlich stand Schild im Slalom in diesem Winter bereits mehrfach ganz oben auf dem Podest.